Wissen Sie, das ist wieder so eine Sache. Wenn ich ganz ehrlich sprechen Bitte. Soll, dann, wenn ich arbeite, bin ich an Wirkung nicht interessiert. Wenn die Arbeit fertig ist? Ja, dann bin ich damit fertig. Mhm. Was für mich wirklich wesentlich ist, wie mir scheint, ich möchte sagen, all diese Dinge mit der Einschränkung, dass kein Mensch sich selbst kennt, dass man sich nicht selber in die Karten gucken soll, dass man eigentlich so etwas gar nicht machen sollte, was ich eben mit Ihnen mache. Also wenn wir all das, wenn wir das alles einmal unterstellen, da möchte ich sagen, was für mich wesentlich ist, ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist noch mit in dem Verstehensprozess. Wenn Sie schreiben, dient es Ihrem eigenen weiteren Erkennen? Ja, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Ja. Nehmen wir an, man hätte ein sehr gutes Gedächtnis, so dass man wirklich alles behält, was man denkt. Ja. Ich zweifle sehr daran, da ich meine Faulheit kenne, dass ich je irgendetwas notiert hätte. Aber da man das Wenn Sie ein solches Gedächtnis hätten. Ja, habe ich nicht. Nicht. Was, das heißt, worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber. Nicht persönlich. Ja. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden. Wenn es mir dann gelingt, im Schreiben adäquat es auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. Jetzt fragen Sie über die Wirkung. Es ist also, wenn wir auf die erste Frage zurückkommen, und wenn ich ironisch reden darf, es ist eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl.